Aber wenigstens starte ich Ihnen. Wenigstens was. Ja, herzlich willkommen. Wahrscheinlich aus der Base. Wahrscheinlich, ja, weiß nicht. Ja, herzlich willkommen zur, wie heißt es, Roof GT3 Challenge. Mit dabei ist Roland. Hallo Roland. Hallo. Und wir haben es heute richtig am Programm. Schon das zweite Rennen für mich heute. Und dank meines grandiosen i-Ratings, was ich mir in der BSS verdient habe, bin jetzt im zweiten Split gelandet, statt im ersten. Roland im ersten. Du hast welche Nummer? 7. Und Startplatz? 7. Das passt ja. Und ich bin Startnummer 1 und habe Startplatz 1. Und mit einer knappen Sekunde Vorsprung, nicht ganz 700stel, was noch, 7 Zehntel sind es. Ja, von 16 Leute. Das heißt, das Ziel ist Überleben. Ich klicke mal den Have Mercy Button da. Dreimal, damit man auch im Video nachher sieht. Wichtig ist Tanken ausstellen. Reifenwechseln ausstellen. Hast du mal geschaut, wie lange man eigentlich fürs Durch von der Box braucht? Wie viel verliert man da? 25 Sekunden etwa. Schon viel, gell? Also ist es nicht so, dass du jetzt einfach 10 Sekunden verlierst und du fährst rein und das zahlt sich aus. Du fährst, glaube ich, nur 80 oder noch weniger. Ups, geht schon los. Zu langsam, gell? Aber bei uns, wir fahren noch nicht. Oder hinten geben schon Gas. Ich glaube, die rammen wir in der ersten Kurve mal ab. Ja, voll Position. Mein zweiter überhaupt. Das erste Mal, wie ich es gehabt habe, bin ich abgeschossen worden, Kurve 1, glaube ich. Ich weiß nicht, wer ist. Kaputt. Unfall. Ich muss mein neues Auto holen. Oh, ey. Kannst du zurück zur Box oder kannst du gehen? Ja, ja. Aber. Ganz ein guter, ist einfach auf dieses. Die Wiesen rausgefahren und dann stehen. Strecke. So, uns geht's halt los. Green, green, green! Hupp, wir haben jetzt schon fast Rad. Ich bin Nummer Zweiter. Dritter. Shit! Der Vierter Nummer. Von lauter nervös, beim Beginn versammelt. Das ist ja peinlich. Schade, sonst hätte ich ja wegfahren können. Der Vierte führt jetzt. Schauen wir mal, ob wir an dem irgendwie vorbeikommen da. Nicht in die Wand. Ah, da vor mir, da hat sich geschwanzelt. Jo, der erste ist jetzt mal weg. Mit gewinnen wird schwer nach der Aktion. Car on your left. Wow, ich bin auch kaputt. Ich bin auch voll kaputt. Alter, da ist mir voll rein. Ich bin komplett hin. Also das Lenkrad steht ordentlich schief jetzt. Geh! Ich hab schon mein neues Auto. Der hat sich voll verbremst und ist einfach durch reingeschoben und ich habe eingegangen, was der bei der Haarnadel. Ich bin selber schuld, ich hätte nur in der ersten Kurve nicht versauen müssen. Da habe ich drei Plätze verloren, weil ich ausgerutscht bin. Fast. Genau umgekehrt schon zum letzten Rennen. Im letzten Rennen habe ich genau den Schon noch ein bisschen nach rechts lenken können, diesmal ein bisschen mehr nach links. Fast in die Wand, beides ist schwer. Da habe ich gar keine Chance mit dem mitzucken. Kommt fast nicht um die Kurven.
die Haarnadel. Also die engen Rechtskurven sind jetzt auf jeden Fall ein Problem. Generell die Rechtskurven. Wird maximal der dritte Platz. Drei Autos hin. Ja, es sieht halt voll auf der einen Seite. Kann da gleich sagen, was ich jetzt gefahren bin für rund. 39,2. Boah, mit Rad ist jetzt fast in der ersten Kurve. Da würdest du sogar auszahlen, in die Box zu fahren, gell? Würdest du reinfahren, selbst wenn du Dritter bist? Wenn du jede Sekunde nachher 2 Sekunden schneller bist? Ist genau so, dass du es überlegen kannst. Sein. 17 Mal schneller fahren, ist auch 17 mal 2. Ja, 19 glaube ich waren es. Also jetzt weniger, ja. Nein, jetzt holst du nicht aus, glaube ich. Ganz knapp wahrscheinlich nicht. 17 mal 2 wäre 34, oder? Ja. Aber du musst das erste Mal wieder überholen. Ja, einen ersten kommen nicht mehr zu viel. 39,0. Mit Radsatz in jeder Kurve. Ich finde mir mit dem dritten Platz ab und fahre jetzt einfach fertig. Versuche nicht auszuscheiden. Mei, das ist bitter. Ja, selber schuld halt. Wenn die Vollgas in die Wand gefahren wäre, hätte ich weniger schon. Bist du um die Haarnadel kommen kaum herum. Nein, ich hole ihn nicht mehr.
So fahre ich halt fast 3 Sekunden langsamer pro Rund. Geh fein. Das zahlt sich halt schon kaum mehr aus, das wäre nicht viel. So, jetzt habe ich Slowdown. Nein, diesmal nicht, warum nicht? Aber in 5 nix. 39,1. Ich komme hier fast nicht um und um, wenn die Reifen nachher noch schlechter werden. Dann zlege ich mich nur. Sind sie schon 8 Sekunden weggefahren. Sonst mal schauen, ob ich nachher noch schaffe, Dritter zu werden. Sonst war es ein Faller. Das Überholen ist halt auch. Alles ausgestellt, jawohl. Rechts gefasst halt nur in der Box, gell? Boah, meine Box ist ganz vorn. Ja, wahrscheinlich war es dumm, dass ich wechsle. Na, du fahrst vorwärts. Lustiger zum Fahren ist halt so. So macht es viel mehr Spaß. Also ich rutsche jetzt da. Schauen wir mal. Ich glaube 7. bin jetzt, da ist der 3. Und das sind 14 Sekunden fahren. 10 Runden noch. Ja, ich muss das halt gewinnen vom Speed her, wenn ich so viel schneller benutze. Jetzt fahre ich so einen Scheiß zusammen, jetzt fahre ich schlechter als Fahrer. Das würde jetzt für erste Kurve schon so viel verloren. Ich darf nicht über die Reifen rutschen die ganze Zeit. Was ich mach, so dumm.
Ich glaub nur, dass ich das aufhole. Sekunden muss ich gut machen auf der Unzähl holen. Neun, gleich schnell wie vorher. Ah, falscher Gang. Grund, dass ich nicht raus bin. Ja, also ich verlangsame als Fahrer. Das hat sich nicht ausgezahlt. Sekunden ist der dritte vor mir, das war ich. Ich schaffe keine 37 Zeit, damit rechnen sie sich nicht. Dumme Entscheidung. Kannst du mir nur so erklären, dass die Reifen nicht gewechselt werden beim Fast Repair? Dass die schon so abgefahren waren, durch das, dass ich so viel gerutscht bin nachher.
You're in fifth. You got a slow car on the right. Car stop on the right. Left side, clear. You got a slow car on the right. Car right. Clear on the right. Acht Sekunden bin ich noch in dem dritten. Zwei haben sie schon zerlegt von mir. Ein lustiges Rennen durch den Boxenstopp. Weil vor uns nur mehr Dritter waren. So wäre ja auch Dritter, vielleicht noch. Vielleicht nämlich. Zu cool. Jetzt fahre ich schneller als vorher. Wahrscheinlich weil ich ein bisschen auf die Reifen jetzt aufpassen, dass ich viel rutsche. So wie ich die Kurven gut gefahren bin, kann man nicht von nicht rutschen. Wird sie gerade nicht rausgehen, dass ich dann nur hole. Sekunde habe ich gut gemacht. Das war das jetzt der 37er, die erste. Schau mal, 5,4 Sekunden sind noch vorne. Schlecht. Sekunden pro Rund jetzt da. Nach vorne sind es 3 Sekunden, aber das war ja klar, dass ich da nicht mehr hole mit dem Schaden.
4,6 noch. Das wird richtig knapp. Es wird gerade nicht reichen, dass ich Dritter wäre. Sonst wäre ich sicher Dritter gewesen. Hat mich gut vorbeilassen. Ja, Sekunden bin ich zu weit hinten einfach. Das ist das, was ich am Beginn so gekämpft habe. Nach der Box. Wenn ich jetzt von vornherein sauber gefahren wäre, selbst nur 37,9, das passt schon. Uah, nochmal 4 Zehntel verloren, shit. Damit war es aus. Der Follow-Fahrer. Das gibt's ja nicht. So knapp. Zwei Sekunden noch. Das ist leider zu viel. Thank you.
ist der 16. und jetzt macht er Fehler. Die Nummer 16 ist das, ist der allerletzte. Das war schlechter Rund von mir. Bist du Depp? Das ist der Lego-Design, wie cool! So, scheinbar habe ich noch Ruhe. Ich bin doch Siebter. Siebter sind wir auf 7 Vorteil. Das Problem ist, wo überhole ich denn? Der Draht sich halber zu jeder Kurve. Na, geht's nicht mehr aus. Ich hab's probiert. Da fährt man echt rein. Jetzt habe ich noch zwei Plätze verloren, der hat mich einfach abgeschossen. So ein Vollidiot. Der erste ist Dritter geworden, ich bin nur Fünfter geworden. Ja, das war ziemlich schlecht, das Rennen. Das war interessant. Schau mal den an, ey. Ich bin schon klar gefahren. Und dann fahrt er mal voll rein. Ist halt leider, wenn du die Nummer 16 gegen die Nummer 16 kämpfst. Wollte halt unbedingt noch Dritter werden. Der hat mich da voll rausgeschupft. Wow, das war nice von dem. Weißt, ich lasse den Platz und er lässt mir keine. Er fährt mir voll rein.
Ja, normal muss ich das Rennen gewinnen, gell? Ja, bitter gelaufen für mich, ganz schlecht sogar. Ganz schlecht. Bist du nur Dritter geworden? Ah, Fünfter. Der hat mich abgeschossen. Fünfter. Der hat mich abgeschossen, letzte Kurven. Der hat mich voll abgeschossen. Mit 10 Incidents oder so. Naja, so geht's halt nicht. Ich war schon Vierter und dann schießt mir der Dritte einfach ab. Ich war schon vorbei und hab halt eingelenkt in die letzte Schikane. Er war innen, ich hab mir genug Platz lassen, aber er ist halt trotzdem einfach rein in mich. Das sei blöd gekommen, ja. Der Sieger hat jetzt 1860 Rating. Der Dritte hat 871 Rating. Mit 94 dazu gerade gekriegt. Ja, für den letzten Satz. Starke. Sogar Safety Rating hat er dazu gekriegt. Ich nicht natürlich. Ah, schon nur 6 Incidents. Dann hat das nicht einmal das 4x Search, aber nur das Dreher. Der hat mich voll abgeräumt. Der Mojano, wenn der nochmal sich trauen einfach. Aber ich glaube, dann werde ich nie mehr sehen, so wenig I-Rating wie der hat. Ja. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war. Vielleicht hätte ich einfach drinbleiben sollen, dann wäre ich fix Dritter geworden. So bin ich halt Fünfter geworden. Naja, mehr Spaß hat es wahrscheinlich so gemacht. Ciao.